Hi, du hast es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, worum es geht. Ich möchte es nochmal kurz erklären. Ich möchte dir heute gerne zeigen, wie man Bilder, Grafiken, Skizzen, also Rastergrafiken, Pixelgrafiken in ein Konstruktionsprogramm hineinlädt, als Hintergrund definiert, wie man das ordentlich skaliert und kalibriert und wie man das dann nachzeichnet. Das alles machen wir in Fusion 360. Fusion 360 ist kostenlos. Kannst du keine Skizzen zeichnen oder hast noch nie mit dem Programm gearbeitet, gibt es auf diesem Kanal ja auch ein Video, da erkläre ich erstmal die Grundlagen von null an, wie man überhaupt mit Skizzen umgeht und zeichnet. Und es ist jetzt nicht zwingend nötig, das Video gesehen zu haben. Ich werde darauf achten, dass auch Anfänger dieses Video hier verstehen. Das Ding ist nur dabei, ich kann nicht in jedem Video erklären, wie ich eine Linie zeichne. Und solche grundlegenden Sachen, dafür müsstest du dann auf das Video zurückgehen und das nochmal nachschauen. Falls nach diesem Video hier noch Fragen überbleiben, kannst du dir die wahrscheinlich dann da beantworten. Achso, und eine Sache noch, ich mache heute das Design. Und zusammengebaut soll das nachher so aussehen. Und das Schöne dabei ist, man braucht noch nicht mal irgendeine Maschine, weil man kann sich, wenn man Fusion beherrscht, wie gesagt kostenlos, das Design einfach ausdrucken und dann mit einem Cuttermesser auf einer Schneidmatte ausschneiden und so sich auch dann dieses Design zusammenbasteln. Ich möchte gerne wöchentlich ein Video uploaden. Das schaffe ich auch meistens, aber meine Qualitätsansprüche an Videos sind so groß geworden und ich schätze das wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt meine Videos anzusehen. Ich möchte das irgendwie nicht verkacken, indem ich dir minderwertige Qualität gebe und du dann sagst, boah, hätte sich überhaupt keine Mühe gegeben. Ich gebe mir schon immer Mühe und da muss aber auch, ich habe auch schon Videos gemacht, die sehr mühevoll waren, wo ich am Ende gedacht habe, hey, die Story stimmt nicht, das kann man so nicht erklären, da fehlt zu viel und dann habe ich das gelassen. Jetzt gerade arbeite ich an einem relativ großen Video, wo ich halt ein Produkt designe und da geht es auch um Verpackungsdesign. Und ich habe mich auf die Suche begeben im Internet nach Verpackungsdesign, weil ich halt diese ausgestanzten Amazon-Verpackungen im Kopf hatte. Aber ich habe einen Laser, ich habe Kraftpapier oder Karton und Verpackungspapier, warum nicht selber machen? Also habe ich mich nur nach den Schnittdesigns auf die Suche gemacht, hab gute gefunden und da das angesprochene Video noch ein bisschen länger dauert, kam ich aber trotzdem jetzt auf die Idee, ah, guck mal, du könntest ja mal zeigen, wie man so ein Verpackungsdesign im CAD nachzeichnet und da praktisch dann sein eigenes rausmacht. Oder wie man dann auf der Grundlage das Design individuell gestaltet, wie man eigene Aspekte dann in sein Design einbringt oder wenn man einfach nur eine billige Kopie machen möchte, wie man es einfach nur abzeichnet. Deswegen dieser kurze Monolog und der Disclaimer von mir. Ihr werdet am Ende nicht das gelaserte Verpackungsdesign sehen, sondern das Video wird sich hier darauf beschränken, dass ich im Fusion zeige, wie man, wie gesagt, den Hintergrund definiert, wie man kalibriert, wie man nachzeichnet und dann hat man das Design und da kannst du anfangen und sagen, das Tool habe ich jetzt und von hier kann ich meine eigenen Ideen verwirklichen. Okay, nachdem ihr Fusion 360, das Konstruktionsprogramm, geöffnet habt, gibt es oben in der Leiste mit den Werkzeugtools eine Schaltfläche, die nennt sich Einfügen. Klickt ihr auf diese Schaltfläche, dann öffnet sich ein Menü, da stehen solche Sachen wie Ableitung einfügen, man kann Aufkleber auf, Modelle aufbringen, Netze einfügen, SVG-Dateien und DXF-Dateien, also Vektordateien einfügen. SVG ist Scalable Vector Graphics. Was mich und dich hier heute interessiert, ist der Ansichtsbereich, weil über den Ansichtsbereich kann man Grafiken in den Hintergrund legen und abzeichnen. Da drauf geklickt öffnet sich dann ein Dialog, über den du die Grafik oder das Bild aus der Fusion Cloud oder von deinem Computer in den Hintergrund legen kannst. Du kannst dann die entsprechende Ebene auswählen, in die du das Bild legen möchtest. Und Fusion schlägt dir auch gleich nochmal vor, ob du das Bild positionieren möchtest. Also du kannst es dann in der Ebene nochmal in XY positionieren. Aber kein Stress, über den Dialog kannst du noch weitere Sachen wie die Transparenz, den Abstand, den Winkel oder auch die Skalierung einzelner Ebenen, also X- oder Y-Ebene, einstellen, wenn du möchtest. Und was ich häufiger auch mal nutze, ist das horizontale und vertikale Spiegeln. Ja, und das war eigentlich schon der super einfache Trick. Von hier aus geht es dann los, dass wir über die Skizziertools eine neue Skizze genau auf der gleichen Ebene machen und dann das Hintergrundbild nachzeichnen. Super einfach. Was aber erst noch dazugehört, und das ist wichtig und erklären die wenigsten, dadurch, dass du einen neuen Ansichtsbereich definiert hast, hast du jetzt in dem Reiter, in dem Browserverlauf von Fusion, auch einen weiteren Ansichtsbereich. Den müsstest du noch öffnen, wenn du denn die Grafik kalibrieren möchtest. Dann klickst du mit dem Rechtsklick auf das eingefügte Bild. Du kannst auch mehrere Bilder einfügen, aber dieses eine Bild jetzt hier hat dann über einen Rechtsklick weitere Funktionen. Da kann man den Ansichtsbereich nochmal bearbeiten, falls du irgendwas nochmal zurückskalieren möchtest oder die Grafik nochmal in der Ebene verschieben möchtest. Dieser Dialog von vorhin öffnet sich dann nochmal. Du kannst aber auch, und das ist relativ wichtig, kalibrieren.
Kalibrieren heißt, wenn du Kalibrieren auswählst, musst du im nächsten Schritt zwei Punkte definieren, von denen du weißt, welchen Abstand sie in der Realität haben oder haben sollen. Das ist wichtig. Ich mache das jetzt mal für die längste Kantenseite der Box, die ich gerne haben möchte. Erster Klick, erster Punkt, zweiter Klick, zweiter Punkt und dann geht ein Dialog auf. Und der sagt dir dann, wie lang soll diese Strecke eigentlich jetzt sein? Wenn ich in dem Fall eine Box brauche, also ein Endresultat, was auf dieser Kantenlänge 15 mm hat, gebe ich hier 15 mm ein. Wenn ich eine größere Box nachher daraus konstruieren möchte oder ausschneiden möchte, gebe ich hier 30 mm ein. Nach dem Klick wird Fusion dann die Grafik an deine definierte Strecke anpassen. Hier machen wir jetzt mal Stopp und ich möchte dir gerne ein paar Techniken oder Tipps geben, die sich in den letzten Jahren bei mir so etabliert haben, die relativ einfach sind. Wenn man Skizzen oder reelle Objekte nachzeichnen möchte. Ich habe ja jetzt in dem Beispiel eine Skizze aus dem Internet genommen, die ich gerne nachzeichnen möchte. Gehen wir mal davon aus, dass wir zum Beispiel einen Spachtel nachzeichnen möchten. Wir messen die Kantenlänge des Spachtels und kalibrieren anhand der Kantenlänge. Angemerkt, es ist ein ganz komischer Typ von Menschen, die die ganze Welt konstruieren könnten und sich einen Spachtel aussuchen. Oh, sorry. Oder, das habe ich anfangs häufiger gemacht, ich lege mir den Zollstock gleich einfach schon mit ins Bild rein und kann dann am Zollstock letztendlich kalibrieren, weil der Zollstock hat ja eine Maßeinheit drauf und dann muss ich mir keine Gedanken über das Messen machen, das richtige Messen. Und jetzt Profi-Tipp und vielleicht habt ihr es in meinen Videos schon gesehen, ich habe hier diese Schneidmatten und auf dem Schneidmatten ist schon eine Skalierung. Das heißt, alles was ich machen muss, ist das Objekt auf die Schneidmatte zu legen und dann einfach ein Foto davon machen. Und dann kalibriere ich einfach anhand des Rasters auf der Schneidmatte in Fusion. Und einen Tipp möchte ich euch noch geben, der wichtig ist und ich möchte dafür nur ein Bewusstsein schaffen. Ich kann euer Problem dabei nicht lösen. Es geht darum, dass wenn ihr wirklich akkurat konstruieren möchtet und Objekte abfotografiert und sie zurückengineeren wollt oder daraus Skizzen erstellt, dann müsst ihr immer darauf achten, dass die Linsen, mit denen ihr arbeitet, egal wo, in einem Smartphone, in der Fotokamera, immer eine Linsenverzerrung haben. Klick, nee, ist falsch, ist zwar 4 Uhr in der Nacht, das macht's aber nicht richtig. Man nennt es oft fälschlicherweise optische Verzerrung, das steht auch so im Wikipedia-Artikel, es heißt aber optische Verzeichnung, das ist der Fachausdruck dafür. Ach so, und einfach erklärt, es ist ein geometrischer Abbildungsfehler von optischen Systemen. Und wenn ihr das ausgleichen wollt, müsst ihr die Bilder vorher im Lightroom oder in Photoshop bearbeiten und diesen Linsenkorrekturfaktor applizieren. Und dafür, das werde ich hier nicht erklären, das ist nicht der Kanal dafür, der richtige Ort. So, und jetzt, wie eben, glaube ich, schon gesagt, gehen wir in den Zeichenprozess über. Ich erstelle jetzt eine Skizze, natürlich genau in der Ebene, in dem ich auch diesen Ansichtsbereich definiert habe. Und von da aus kann ich dann über die Skizziertools, da habe ich ja auch schon das Video, da habe ich ja auch schon auf das Video verwiesen, über die Skizziertools ziemlich einfach zeichnen. Ich fange gewöhnlich nicht mit einer Linie an, ich fange mit einem Rechteck an, einem Rechteck, das durch zwei Punkte gebildet wird. Das Tastenkürzel, also der Shortcut, hierfür ist R. Das ist dann meine Grundlage, wo ich die Linien ansetze. Tastenkürzel für Linie ist L und von da aus fange ich dann an, von einer Kante die Linien zu zeichnen. Hier sieht man jetzt auch, dass ich mich nicht ganz an die Linientreue der Zeichnung halte und das ist, wie gesagt, euch selbst überlassen. Ich weiß, wenn ich die Überlappungen ein bisschen kleiner halte, habe ich nachher beim Lasern mehr Erfolg. Den einzigen Tipp oder die einzige Erfahrung, die ich hier weitergeben kann, die vielleicht nützlich ist, ist, dass man es ab und zu mal nicht hinbekommt, die Grafik in das Raster reinzulegen und dass dann eine Linie, die man zeichnen möchte, sehr, sehr nah an dem Raster liegt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das nachzeichnet, dass ihr mit Bedingungen arbeitet, aber das Raster fangen ausstellt, sodass die Maus nicht immer von dem Raster gefangen wird. Das ist, glaube ich, recht sinnvoll. Ich habe jetzt mal schnell die Skizze fertig gezeichnet und von hier aus arbeiten wir jetzt mit dem Stutzenwerkzeug, was auf T für Trim steht, also Tastenkürzel T. Und ich trimme hier alle Linien weg, die gestrichelt sind. Ich möchte mit dem Gerät ja kein Puzzle erstellen, sondern ich möchte letztendlich den ersten Ausschnitt haben, also die Outline. Sorry, warum ich jetzt so lache, ich habe das Design ausgelasert schon auf Papier und ich sag da gleich noch was zu. Ich glaube erstmal, ich habe so den Grundsatz vermittelt, also
verschiedenste Grafiken in den Hintergrund legen und abzeichnen. Lasst euch gesagt sein, und jetzt kommen wir mal zu diesem Teil hier, dass es im Internet auch viele Fake-Grafiken gibt. Und mit simpelstem geometrischen Verständnis, ich als Ingenieur müsste das eigentlich haben, hätte man herausgefunden, dass wenn man vier Seiten hat, die eine bestimmte Höhe haben und da eine angrenzende Fläche ist, die, wenn ich diese Seiten zusammenlege, die natürlich auch die gleiche Länge hätte haben müssen. Ja? Und das ist in dem Fall leider nicht so. Ich habe das Design ausgelasert und nachdem ich dann so viel Arbeit auch mit den Linien hier investiert habe, dachte ich mir nur, ihr Schweine, das Design, diesen Sketch, den ich da geklaut habe, der ist einfach nur ein Fake-Sketch, um Likes zu generieren, damit Leute auf die Seite kommen und da dann halt andere überteuerte Designs kaufen. Vielen Gruß. Ich mache jetzt mein eigenes Design. Ich habe nämlich auch E-Ansprüche. Das war ein zweiteiliges Design. Ich habe mir währenddessen überlegt, dass ich auf jeden Fall drei Ansprüche mit meinem neuen Design erfüllen möchte. Und der erste ist, ich möchte das alles stecken. Hier müsste ich jetzt kleben und ich habe keinen Bock, Kleber zu verwenden. Ich würde das gerne einmal auslasern und dann einstecken, sodass das halt fest ist. Es gibt solche Verpackungen ja ohne Kleber. Jeder Karton ist nach dem Prinzip aufgebaut. Und Flächen zu machen, wo ich so Lappen dran mache, das kriege ich selber hin. Dann werde ich das Design so aufbauen, dass es auf ein DIN A4 Blatt passt, zusammensteckbar ist, also kein Kleber und ein einziges Teil. Also ich möchte keine zwei Teile, ich möchte ein einteiliges Design haben. Wenn du schon öfter mit Fusion gearbeitet hast, weißt du, und auch in dem Skizzen-Tutorial, auf das ich am Anfang des Videos schon verwiesen habe, kannst du lernen, wie man eine Konstruktionslinie zeichnet. Und der Schnitt, der Ausschnitt auf dem Laser sind praktisch richtige Linien und die Dotted Lines hier, diese kleinen gepunkteten Linien, das sind Konstruktionslinien. Beide zusammen exportiere ich als DXF-Datei und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich praktisch im Adiworks und dem Lightburn zwei Layer. Das ist super. Und das heißt, ich kann mir einen Layer nehmen, den ich zum Schneiden nehme und den anderen Layer, da kann ich einstellen Punktdesign, also gedottete Linie, gepunktete Linie. Und so mache ich das. Ich erkläre das im anderen Video nochmal ausführlich und ich möchte das nur für die Leute schon mal vorweg sagen, weil ich auch keinen Bock habe, hier irgendwelche Tricks zurückzuhalten, um euch dazu zu zwingen, das nächste Video zu gucken. Wenn ihr es nicht guckt, dann habt ihr Pech gehabt. Ich denke nämlich, dass ihr viel lernt hier. Haut rein, ciao!